Herzlich willkommen, meine Freunde. Brandy ist hier und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. In der letzten Folge haben wir das Dörfchen hier erreicht. Der Name dieses Dorfes könnte einigen von euch bekannt sein aus der letzten Folge. Boah, schaut doch mal, Vivi, die Pension ist hier drüben. Es geht mir noch zu schnell. Gehen wir denn jetzt schon schlafen? Ich würde noch so gerne zur Windmühle gehen. Ich weiß, aber wir sollten uns erstmal ein wenig ausruhen. Außerdem müssen wir besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, gehen wir einfach rein. Es wird schon stimmen, ne? Hier und so. Ups, Entschuldigung, da bin ich gerade gegen das Mikro gelaufen. Hast du den gesehen? Hab ich. Ja, das hab ich auch. Dorf Dali. Das wollte ich gerade sagen. Einigen von euch müsste das bekannt sein, der die letzte Folge gesehen hat. Sonst habt ihr nicht gründlich aufgepasst. Nehme ich euch übel, schwöre ich euch. Hallo. Wieder mal am Schlafen. Ach, bitte verzeiht, seid willkommen. Was ist das für ein Typ da hinten? Na, ein hübsches Fräulein anstarren geziemt sich aber gar nicht. Nein, eigentlich habe ich auch gar nicht die junge Dame, sondern den, wie dem auch sei. Bitte sehr. Sie dann. In welchem Zimmer soll ich die Nacht verbringen? Na, in dem gleichen Zimmer wie wir alle. Aber sieh dann, ich habe noch nie mit Männern im gleichen. Das kann ich ja verstehen. Aber in so einer kleinen Pension gibt es nun mal keine Einzelzimmer. Aber ich will doch eigentlich. Mann. Und Steiner hinten natürlich. Also rein mit euch. Hopp. Zeit ist Geld. Geld ist Zeit. Gehen die Leute rein. Spaziert. Bevor wir schlafen gehen, möchte ich noch eins wissen. Wo wolltest du eigentlich hin, nachdem du das Schloss verlassen hattest? Wären wir nicht abgestürzt, müssen wir doch jetzt schon in... Dann wären wir jetzt schon längst im Nachbarreich Lindblum. Genau. Du wolltest das Königreich Alexandria verlassen? Tja, als blinder Passagier wäre es wohl tatsächlich ein leichtes gewesen, über die Grenze zu kommen. Aber jetzt müssen wir wohl auf Schusters Rappen das Südentor passieren. Über die Grenze, also. Sie dann, hör mich an. Es gibt einen äußerst wichtigen Grund, warum ich über die Grenze muss. Den Grund kann ich dich nicht wissen lassen. Aber ich muss einfach. Hab verstanden, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon nach Lindblum bringen. Grrr, ich hab mir dieses Schwachsinn lang genug angehört. Prinzessin hört auf mich und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Wer weiß, wann dieser Tunichtgut euch wieder in große Gefahren stürzt. Erinnert euch doch nur an den verwunschenen Wald. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber bitte kehrt mit mir ins Schloss zurück. Dass ich im verwunschenen Wald mit der Rettung von Lily zögerte, war ein Fehler, aber das kommt nie wieder vor. Mein Entschluss steht fest. Ich werde Lily auf ihrem Weg beschützen. Soll das ein Witz sein? Diese Aufgabe gebührt einzig und allein diesem Steiner. Dann verrat mir doch, wie du sie ins Schloss zurückkehren willst. Dies zu überlegen gehört auch zu meinen Aufgaben. Oh man. So geil, der kleine Mann. Meister Vivi. Es war ein anstrengender Tag und er sah schon die ganze Zeit müde aus. Aber weil der Herr Ritter von Klapperhausen ja unbedingt seine Meinung zum Besten geben musste. Was? Wie war das bitte? Lass uns auch ein wenig schlafen. Oh ja. Prinzessin, bitte, aber ich würde doch gern... Nein, komm. So,
In der Illusion, ein Nickerchen zu machen. Garnet alias Lilly hat zwar Bedenken, einen Raum mit drei Männern zu teilen, aber die Umstände lassen keine Sonder. Was für eine liebliche Stimme. Wer singt da? Oh, ich bin schon wieder fit. Das Lied habe ich vorher noch nie gehört. Die Stimme klingt nach Lilly. Scheinen ja alle schon auf den Beinen zu sein. Dann wollen wir die dreimal suchen. So, Active Time Event. Vivi und die Kinder. Vivi und die Kinder. So. Aua. Was ist denn passiert? Oh mein Gott, was ist das denn? Hey, du bist doch der von gestern. Verstecken. Hä? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mir aus dem Weg gehen. Komisch, woher du nur das Gefühl hast, Vivi. Ich weiß es nicht. Irgendwie gehen die ihm wirklich aus dem Weg. Kann man aber irgendwie nachvollziehen. Nee, kann man natürlich nicht. Also Vivi ist ein ganz ein Lieber. Ihm geht man gar nicht aus dem Weg. Ich will jetzt das Active Time Event von Lilly sehen. Na, egal, scheiß drauf. Erstmal die Kiste aufmachen. Antidot kann nicht mehr aufgenommen werden. Ja, da ist eine Kiste. Dann müsste hier noch eine zweite sein. Potion kann auch nicht mehr aufgenommen werden. Lilly bemüht sich. Betrachten müssen. Was wohl jetzt im Schloss vor sich geht? Wie konnte es nur dazu kommen? Oh. Auch wenn es zu meiner Rettung war. Mutter, warum hast du das Feuer auf uns eröffnet? Es gab sicherlich viele Verletzte unter dem Volk und den Adligen. Und dann jene, die nicht mit einfachen Verletzungen davongekommen sind. Im verwunschenen Wald hältst du Maulaffen feil. Husch, husch, Platz da! Maulaffen? Oh, bitte vergebt mir, ich meine Entschuldigung. Herrschaft, zeigt mir nochmal diese Jugend von heute. Wahnsinn, das gibt's ja wohl nicht. Ich hab schon. Was macht ihr da? Na, was sieht das denn aus? Ich beseitige das Ungeziefer, das mein ganzes Gemüse zerfrisst. Ihr tötet diese Insekten? Bist du von Zirpenschutzverein? Ungeziefer sind wie Monster. Wenn du nicht Acht gibst, fressen sie dir alles weg. Fressen? Ja, fressen, Lilly. Da, schon wieder eine. Oh, eine Juckzirpe. Juckzirpen ernähren sich also von Gemüse. Die Juckzirpen machen dir nichts aus. Du bist ja ein seltsames Ding. Ich habe bisher noch kaum welche gesehen. Aber wenn ich meine Redeweise und mein Auftreten ändern will, dann sollte ich vielleicht auch so tun, als fände ich sie. 1, 2, 3. Oh Gott, ist das schlecht. So, wir werden jetzt hier mal einen kurzen Mogri-Besuch abstatten. Mognet. Angumo einen Brief überreichen. Ein Brief von Mois? Ich mag Mois eigentlich nicht. Aber ich kann ihn ja mal lesen, Kubo. Von Mois Angumo. Da kam irgend so ein Depp mit Flügeln vorbei. Und friert mich einfach so mir nichts, dir nichts ein, Kubo. Und als ich da wie ein Eisblock rumstand, latscht er auch noch seelenruhig Stilzkin an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, Kupo.
Und so als Eisblock kann man ja eher schlecht auf sich aufmerksam machen. Nicht wahr, Kupo? Das ist irgendwie ein unsympathischer Zeitgenosse, Kupo. Aber es scheint so, als hätte sich Stilskin schon auf die Reise gemacht. Hoffentlich schreibt er bald, Kupo. Nichts. Ich hätte so gern einen Brief. Speichern. Speichern wir mal ab. Ja, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Da speichern wir ab. Oh, man. So, dann hätten wir hier noch ein, wenig, kommen wir, Smalltalk betrieben. Bitte, okay, jetzt können wir gehen. Haben wir hier irgendwas zum Mitnehmen vielleicht? Was haben wir denn hier? Was war das? Zack. Für 20 Jill ein herzhaftes Frühstück. Frisches Wasser aus dem Brunnen, ein großes Spiegelei, frisches Gemüse als Beilage. Menü je nach Wochentag unterschiedlich. Hier wohl eher weniger, weil der Typ die ganze Zeit am Schlafen ist. Deswegen würde ich behaupten, sieht man nichts. Die Mieze hat's gesehen. Die Mieze hat's gesehen. Ja, ja. So, was hat denn die Mieze gesehen? Miau, miau. Miau. Ach, du bist es. Weißt du vielleicht, was ich jetzt machen soll? Um Verzeihung bitten möchte ich nicht, aber alle scheffeln Geld, nur ich nicht. Aber halt mal, wenn ich den einen aus der Gruppe vorhin... Wenn ich von dem erzähle, muss ich mich vielleicht nicht entschuldigen. Ah. Aber wovon redet er jetzt? Und vor allem von wem aus der Gruppe quatscht er? Schließlich sind wir eine Vierergruppe. So, hier haben wir den Waffenladen. Und hier, das weiß ich noch, da haben wir ein bisschen Geld. 120 Jill, ein bisschen was. Sagen wir natürlich nicht nein. Treffen wir uns mal im Waffenladen. Oder ist es der Waffenladen? Ja, ich quatsch. Herzlich willkommen. Hereinspaziert. Kaufen. Was darf's denn sein? Ach, das ist tatsächlich hier das Waffenlagen-Dingens da. Und ich bin aber... ich bin aber ehrlich gesagt, nee, ich... Ja doch, wir müssen uns für Vivi mal was suchen. Wird da irgendwie was angezeigt, was besser machen würde? Silent Quidea, Malchaos, Falchion, Lederarmreif würde alle verbessern. Lederhut, Federhut, Bronzehelm, Lederweste, Seidenweste, Bronzerüstung. Wir könnten uns tatsächlich hier ein... Nee, das machen wir nicht so viel. 5 Lederhütchen kaufen. Und 5 Lederarmreife. So, dann haben wir das geklärt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen damit. Aber ist ja wurscht. Wir werden jetzt mal schauen, was wir mit Zidane machen. Hat er irgendwas, was er lernt gerade? Arsene Lupin? Okay. Lederweste bringt ihm nichts mehr. Lederarmband hätte er. Könnte Bestientöter lernen. Und es werde Licht und hau den Lukas. Okay. Das klingt natürlich vielversprechend. Deswegen fügt Schaden dem Bestien immensen Schaden zu. Erteilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften hat. Und es werde Licht, verhindert Blindheit. Das ist natürlich top, dann können wir nämlich alle anlegen und schon mal hier die Fähigkeiten erlernen. So, was haben wir denn hier für einen Laden? Bevor wir jetzt einen Cut machen, möchte ich den Laden noch mal... Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes, was willst du hier? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann, sofort raus. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. War echt nicht so gemeint.
So, was sagt uns das kleine Kindlein? Das kann nur einer von denen sein, oder? Das ist auf jeden Fall einer von denen da unten. Von wem denn da unten? Naja, Leute. In dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es darum geht, herauszufinden, wen die Leute da mit da unten meinen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Chosen, euer Brandy.